Als Eva L. an diesem Mittwoch zur Arbeit fuhr, lag ein scheinbar völlig normaler Tag vor ihr. Schwungvoll parkte die platinblond gefärbte Tanzlehrerin ihren metallic-grünen Kompaktklassewagen im Niemandsland zwischen Bürgersteig und Radweg. Sie ahnte nicht, dass ihr Leben schon bald einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt sein würde. Tanzschule des Grauens. Little Hop of Horrors. Gelangweilt stand Eva L. hinter der Bar der Tanzschule und ging im Geiste eine neue Schrittfolge durch, mit der sie ihre Steppschüler zu malträtieren gedachte. Leise summte sie die Melodie vor sich hin, die einer unheilvollen Prophezeiung gleich aus den Lautsprechern sickerte. Forever. Who wants to live? Eva ahnte nicht, wie rasch diese Zeilen eine tiefere Bedeutung für sie erlangen würden. Doch der pestilenzfaule Hauch der Apokalypse umwehte sie bereits wie ein modriges Leichentuch. Ein unheimlicher Psychopath, der als der Tanzschulmörder traurige Berühmtheit zu gewinnen trachtete, hatte ihr die zweifelhafte Ehre zuteil werden lassen, sein erstes Opfer zu werden. Getrieben von einem unbändigen Hass auf Tanzlehrer, war ihm jedes Mittel recht, um endlich die Aufmerksamkeit zu erringen, die ihm seiner bescheidenen Meinung nach gebührte. Jahrelang war er einer jener anonymen Tanzschüler gewesen, die dem Tanzlehrer nicht einmal auffallen, wenn sie den Walzer dauernd auf der 2 beginnen. Doch dies würde sich ab heute ändern. Sie würden für die erlittene Schmach bezahlen. Und Eva L. stand auf seiner Schuldnerliste ganz oben. Der Killer hatte nichts dem Zufall überlassen, um seine Rache zu einem flammenden Fanal der Grausamkeit und Raffinesse werden zu lassen. Sobald die Kaffeemaschine ihre Betriebstemperatur erreichte, würde eine tödliche Wolke aus Blausäure den ahnungslosen Benutzer einhüllen. Sämtliche Mikrofone waren zu mörderischen Fallen umfunktioniert worden. Sollte Eva L. eine ihrer berüchtigten Gesangseinlagen zum Besten geben, würde ein heimlich installierter Mikrochip ihr persönliches Stimmmuster erkennen und eine ebenso heimlich installierte Patrone mit Elefantenschrot zünden. Anschließend würde sie durch ihren Hinterkopf singen können. Der Bildschirm der Computeranlage vermittelte jedem, der darauf starrte, die nur unterbewusst wahrnehmbare, hypnotische Botschaft: Töte Eva L. Und schließlich enthielt ihr linker Steppschuh eine Sprengladung, die selbst ein Nashorn in Stücke reißen würde. Der Zünder saß in ihrem linken Absatz. Ein kräftiger Hiel wäre schon zu viel. Tust du mir meinen Kaffee? Die Stimme des Hospitanten war eine Tigerkralle, die das Stimmengewirr an der Bar wie Seidenpapier zerfetzte. Eva wurde aus ihren Gedanken gerissen wie ein Oberarmknochen aus dem Schultergelenk. Hatte sie die Frage richtig verstanden? Sie musste Zeit gewinnen. Fast automatisch antwortete sie: Schwarz oder mit Milch dabei? Ja, sicher, schwarz, fauchte der Tiger zurück. Oder hast du mich schon mal Milch trinken sehen? Langsam sank Evas Puls wieder unter die rote Gefahrenmarke. Erleichtert nahm sie eine Ladung Kaffee aus dem Portionsspender, als Astrid E., die ganze Zeit im Büro am Computer gesessen hatte, plötzlich hinter ihr auftauchte. Eva bemerkte nicht den glasigen Blick, mit dem Astrid ein Messer aus der Schublade neben ihr zog. Ahnungslos schob sie die Kaffeepatrone in den Schlitz der Kaffeemaschine und betätigte die Starttaste. Wird Eva L. dem tödlichen Cyangas entkommen?
wird Astrid E. das Messer wirklich nur zum Broteschmieren verwenden? Und wann kriegt der Hospitant endlich seinen Kaffee? Fortsetzung folgt.